back from the dead. Donnerstag, 13. Juni 2019. Willkommen zur neuen Episode des Rocket League eSport Shops. Und heute gab es wieder ein paar Aktualisierungen. Ich würde sagen, wir schauen mal direkt rein. Also, links angefangen, Dominus, Mousesports ist am Start, das Decal für 300 Tokens, richtig nice. Habe ich ja gestern schon oder vorgestern schon gesagt, als es drin war, für den Octane auch, das lohnt sich eigentlich richtig gut. Ich habe zwar von Energy das Ding für den Octane, aber so ein Mousesports sieht auch schon geil aus. Das Rot ist nämlich so ein bisschen anders, so die Farbgestaltung, deswegen, ich feiere das schon. Also, ohne Spaß, wer hier ein Dominus fährt, sieht richtig geil aus. Splice ist am Start, ebenfalls für den Dominus. Auch richtig geil, muss man aber die Farbe mögen. Ich bin kein Fan vom Gelb, deswegen passt das bei mir irgendwie nicht rein, muss ich sagen. Trotzdem kann ich mir das gut vorstellen, mit einer coolen Kombination von Rädern vielleicht Topper oder vielleicht auch einem geilen Boost oder so, so einen etwas gelblichen Wagen zu machen. So ist bestimmt richtig nice. Habe ich bisher auch noch nicht gemacht in Rocket League, also wäre bestimmt auch eine geile Kombi. Ja, Banner sind wieder am Start. Es darf ja nicht ein Tag vergehen ohne Banner. Deswegen haben wir hier für 100 Tokens von G2 das drin und wir haben von TSM das drin für 100 Tokens. Also die beiden, wer eins kaufen möchte, gern dabei. Dann haben wir von Evil G für den Octane das Decal drin. Ja, ich muss sagen, das gefällt mir eigentlich auch. Für den blauen Wagen kann man das auch wirklich richtig gut nehmen. Ganz ehrlich, finde ich richtig gut. Auch in der Kombination vielleicht mit Weiß oder vielleicht auch mit einer anderen Farbe. Ich weiß nicht, aber es sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Kann man auch auf jeden Fall nehmen. Ist jetzt nicht so mega krass. Also jetzt so, ich sag mal so matt-schwarz, sieht natürlich richtig krass aus. Das passt auch mit allen Sachen. Bei Blau muss man ein bisschen aufpassen von den Farben her. Aber mit Weiß geht das auf jeden Fall. Ja, und Highlight von heute sind die Energy-Reifen, die am Start sind. Und zwar die Import Wheels ARMR sind am Start. Und ja, weiß nicht, muss man mögen, ne? Also ARMR-Reifen sind immer so ein bisschen komisch, was das Profil angeht. Ich mag halt das einfach nicht hier mit diesen komischen Rillen. Ich feiere das irgendwie nicht, keine Ahnung. Generell, die Farbe ist geil, das Logo sieht auch geil aus. Ist nämlich auch nicht so ein klassisches Logo, also irgendwie rund und dann ist einfach so ein Energy-Dings da drin. Sondern sind halt einfach nur die Buchstaben mit dem R so geschwungen heraus. Das sieht schon nicht schlecht aus, muss man sagen. Trotzdem aber wieder hier das große Problem, dass das Logo einfach nur so davor dran gemacht ist irgendwie. Und nicht mal dran gemacht, es schwebt einfach davor. Und das ist halt super schade, ganz ehrlich. Also ich glaube, da kann Psyonix auf jeden Fall einen besseren Job machen. Oder zumindest das Grafikdepartment von denen, denn das sieht wirklich ein bisschen kacke aus, dass das so ist. Also ganz ehrlich, das muss verbessert werden, auf jeden Fall. Das haben wir nicht nur bei denen, das haben wir auch bei anderen Reifen schon gesehen. Aber ansonsten würde ich sagen, tatsächlich geht mein Highlight hier hin. Ihr könnt ja gerne mal reinschauen, was euer Highlight ist und was ihr im ganzen Shop geben würdet. Ich gebe dem Shop heute mal eine 6 von 10, denn nur 2 Banner drin. Alles andere ist eigentlich recht solide. Und bei den AMR, da muss man sich natürlich drüber streiten, ob man 500 Tokens ausgeben möchte für Energy-Reifen. Aber könnt ihr gerne mal reinschreiben, wie gesagt, was eure Meinung dazu ist. Und wie immer, wenn ihr das Video cool fandet, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da. Und dann hören wir uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.